bis jetzt durchgehalten habt. Ihr wisst, ein perfekter Parteitag wird es erst dann, wenn wir uns auch mit Satzungsfragen beschäftigt haben. Und das wäre der Teil, der jetzt ansteht. Wir schlagen euch folgendes Verfahren vor. Ganz wichtig ist natürlich zu beachten, dass die Satzung nur mit 2/3-Mehrheit geändert werden kann, dass wir also bei den Abstimmungen dann über die einzelnen Anträge immer auf 2/3-Mehrheit hin abzählen werden oder erstmal versuchen werden abzuschätzen und zur Not abzuzählen. Änderungsanträge zur wären mit einfacher Mehrheit abzustimmen, aber das sagen wir dann zu gegebenen Zeitpunkt nochmal. Wir haben vorgesehen, schlagen euch vor, für die, jeweils 3 Minuten für die Vorstellung und auch für die Pro-Kontra-Reden zuzulassen und sind jeweils 2 Pro-, 2 Kontra-Reden vorgesehen, wobei die Einbringung als die erste Pro-Rede gezählt wird. Seid ihr mit diesem Verfahren einverstanden oder gibt es dazu Widerspruch? Den sehe ich nicht, dann würden wir so verfahren und wären hiermit bei dem Antrag S01, Satzungsänderung, Paragraphen 13 Absatz 5, die verbindliche Reihenfolge, Aufstellung Wahlkreisbewerberinnen vor Aufstellung der Listenkandidatinnen. Antragsteller ist der Landesvorstand und mir wurde signalisiert, die Bettina würde den einbringen. Bettina, du hast das Wort, 3 Minuten. Darf ich das nochmal missbrauchen hier? Kannst du die Leute mal reinholen? Denn für Satzungsänderungen braucht man 2/3-Mehrheiten. Die sollen mal reinkommen. Dankeschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das, was wir jetzt getan haben hier gerade eben mit der Wahl des Landesvorstands, war schon einfach eine wichtige Grundlage für unsere Aufstellung, für die Vorbereitung, für das, was wir 2016 vorhaben. Die meisten der Satzungsänderungen, die wir euch vorschlagen, haben denselben Zweck. Die Satzungsänderung, um die es jetzt geht, möchte, dass in unserer Satzung ein neuer Satz eingefügt wird, der sagt, da geht es um die LMV, um unsere Mitgliedervollversammlung, die ja bekanntlich die Listen aufstellt, die Landeslisten aufstellt, und es soll eingefügt werden, die Bezirksgruppen und die Wahlversammlungen in den Bezirken sollen die Aufstellung der Wahlkreisbewerberinnen der Landes- und Bundestagswahl vor der Aufstellung der jeweiligen Landesliste abschließen. Das heißt, wir würden gerne eine verbindliche Reihenfolge festlegen, wobei ich gleich dazu sage, diese Reihenfolge ist, das ist eine Art Selbstverpflichtung, die wir damit eingehen. Das ist eine appellative Satzungsänderung, die unseren gemeinsamen politischen Willen ausdrückt. Das ist nichts, was man mit dem deutschen Wahlgesetz erzwingen könnte, denn das deutsche Wahlgesetz sieht bestimmte Fristen vor. So, also insofern ist es eine Sache, die wir miteinander vereinbaren können, und genau darum wollen wir euch bitten, und zwar einfach, wir haben ja heute schon des Öfteren drüber gesprochen, ich glaube, wir sind wirklich seit den letzten Wahlen ein gutes Stück Weg miteinander gegangen und sind auch ein ganz gutes Stück geschlossener, als wir das schon mal waren. Und daran möchten wir einfach weiterbauen. Wir möchten wachsen, und zwar in allen Bezirken. Und dafür ist es hilfreich, wenn man bei der Listenaufstellung einfach größtmögliche Transparenz herstellen kann und bei der Listenaufstellung auch schon weiß, welche aussichtsreichen Direktkandidaten es gibt. Das hilft einfach, wenn man darauf achten will, dass alle Bezirke eine Chance haben, vertreten zu sein auf der Landesliste. Das ist nichts, was das natürlich erzwingt, aber es hilft dabei. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir alle gemeinsam wollen. Und deswegen bitte ich euch, dieser Satzungsänderung zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Bettina. Gibt es dazu eine Kontrarede? Sehe ich nicht. Dann brauchen wir eine weitere Pro-Rede, auch nicht. Dann könnten wir zu dem Satzungsänderungsantrag S01 in die Abstimmung eintreten. Bitte um klar und deutliches und etwas länger aufrechterhaltenes Handzeichen, sodass wir ein bisschen genauer abschätzen können, ob die 2/3-Mehrheit zustande kommt. Wer also dem Satzungsänderungsantrag S01 zustimmen möchte, dem oder der, die bitte ich jetzt um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen?
Wer enthält sich? Ich glaube, dass das Präsidium mit mir einig ist, dass es eine Zweidrittelmehrheit war bei wenigen Enthaltungen und wenigen Nein-Stimmen so beschlossen. Dann kommen wir zum Antrag S02 und da bitte ich die Antragskommission, das Verfahren hierzu vorzustellen. Vielen Dank, Alexander. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte euch gerne den Stand der Antragsberatung hier vorstellen. Es geht um den Satzungsänderungsantrag S02. Dazu gibt es einen Änderungsantrag S02-14-1 der Grünen Jugend und anderer. Und es geht konkret um zwei Worte, die geändert werden sollen. Ihr seht das in dem ursprünglichen Antrag, den euch allen vorliegt. Da soll in Paragraph 13 soll ein zweiter Satz eingefügt werden, in dem es dann heißt, Änderungsanträge zu den vorliegenden Anträgen müssen dem Landesvorstand eine Woche vor der Landesmitgliederversammlung vorliegen. Die Antragstellerinnen des Änderungsantrages wollen aus dieser einen Woche zwei Tage machen. Das war jedenfalls gestern Abend noch der Stand, als wir uns zur Antragskonferenz getroffen haben. Es gab dann Entgegenkommen von beiden Seiten, wofür ich mich im Namen der Antragskommission bedanken möchte. Allerdings nur Entgegenkommen, man hat sich nicht getroffen und insofern müssen wir euch jetzt eine Abstimmung zumuten gewissermaßen. Der Antrag des Landesvorstands, der Landesvorstand hat seinen Antrag dahingehend modifiziert, dass es jetzt statt einer Woche dort fünf Tage lauten soll. Änderungsanträge müssten fünf Tage vor der Landesmitgliederversammlung vorliegen. Die Antragstellerinnen des Änderungsantrages haben ihren Änderungsantrag dahingehend modifiziert, dass es jetzt drei Tage sein sollen. Jetzt werdet ihr euch vielleicht wundern, warum haben wir nicht zwischen drei Tagen und fünf Tagen auch noch die goldene Mitte gefunden. Warum das nicht möglich war, werden euch jetzt der Landesvorstand und die Antragstellerinnen des Änderungsantrags begründen. Danke. Vielen Dank, Alexander. Und ich ergänze noch zur Klarheit des Verfahrens, dass wir also jetzt die Einbringung des S02 Antragsfristen, wie verabredet, mit zwei Pro, zwei Contra, maximal, falls nötig, machen. Und dann der Änderungsantrag eingebracht wird und mit einer Pro, einer Contra. Ich bitte also jetzt Daniel, den Antrag S02 einzubringen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe es ja in meiner Bewerbungsrede schon angedroht. Wir machen eventuell auch Vorschläge, die auf den ersten Blick, und ich betone auf den ersten Blick, vielleicht nicht populär sind. Und ein Landesvorstand, der sagt, bislang gibt es keinen Änderungsantrag, Schluss. Wir möchten gerne, dass es einen solchen gibt, der weiß, dass er sich erstmal da vielen Fragen stellen muss. Ich habe gesagt, zu Unrecht unpopulär, weil ich glaube, dass dieser Antrag eigentlich ein sehr populärer sein sollte. Und das aus drei Gründen. Erstens, wir versuchen mit diesem Antrag, gute Arbeitgeber zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was im Vorfeld von Antragstellerinnen-Treffen läuft, was im Backoffice in der LGS geleistet werden muss, redaktionell, manuell, technisch, um uns überhaupt in die Lage zu versetzen, heute in dieser Art und Weise über Anträge zu diskutieren und darüber abzustimmen. Das ist für unser Team sehr, sehr hart. Ich sage ganz ehrlich, diesmal ging es. Ja, Henriette hat gesagt, also so eine LDK, das hat sie noch nie erlebt. Aber es ist nicht der Normalfall. Und wir haben, Henriette, ich glaube auch schon zusammen irgendwann Samstag früh um zwischen 1 und 2 die LGS verlassen. Ich glaube, das muss nicht sein. Zweitens, wir glauben, dass dieser Änderungsantrag nicht in irgendeiner Form die Rechte dieser Versammlung einschränkt, sondern im Gegenteil, dass er mehr Demokratie und vor allem mehr Transparenz schafft. Warum? Ihr habt heute alle diese Antragsübersicht bekommen und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat in jedem Einzelfall nachvollzogen, was da verhandelt wurde, was für modifizierte Übernahmen oder überhaupt Anträge abgestimmt wurde? Mal ganz ehrlich. Oh, Wolfgang Schmidt, du kriegst ein Bienchen, aber
ich glaube, du bist eine Ausnahme. Wir möchten, dass wir mehr Zeit haben, dass wir im Vorfeld uns treffen können mit den Antragstellern, dass die Antragsteller sich im Vorfeld Gedanken darüber machen können, was wollen sie eigentlich wie übernehmen oder auch nicht. Und dann hat auch diese Partei, habt ihr als Delegierte einen Vorlauf, und zwar jetzt nicht nur eine halbe Nacht, sondern mehrere Tage, um zu wissen, was hier diskutiert wird. Und dritter und letzter Punkt. Es wird immer so getan, als sei das nicht nur eine Einschränkung von Demokratie, sondern als sei das ein Verfahren, was in dieser Partei völlig unüblich ist. Liebe Leute, wir haben Antragsschlüsse in diversen Gliederungen auf Bundesebene. Ja, da ist das völlig normal und ich glaube, wir können alle damit umgehen. Es ist auch nicht richtig, dass euch weniger Zeit bleibt für die Beratung, denn wir haben auch die Fristen, wann Anträge eigentlich verschickt werden müssen, deutlich ausgeweitet. Ihr habt mehr Zeit im Vorfeld und ich glaube, jeder und jede weiß, wenn 5 Tage vorher Antragsschluss ist, dann kriegt man das auf die Reihe. Und allerletzte Bemerkung, es ist auch nicht so, dass dann hier einfach irgendwas durchgestimmt wird, was da verhandelt worden ist. Nein, ihr habt die Möglichkeit, auch bei Anträgen, wo ihr sagt, Moment mal, das ist eine modifizierte Übernahme, das geht doch so nicht, die rauszulösen. Diese Möglichkeit habt ihr, glaube ich, de facto momentan nicht, denn so schnell kriegt das keiner und keine von euch mit, was hier eigentlich hinter den Kulissen irgendwie ausgemacht wurde. Wir wollen diese Transparenz, wir glauben, das ist ein Mehr an Basisdemokratie und deswegen bitte ich um eure Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Mir ist angezeigt worden, es gibt eine Gegenrede von Dirk. Dirk, bitte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die beim LA wissen, waren, die wissen schon, dass ich immer noch Bedenken gegen diesen Antrag habe, dass wir Antragsfristen brauchen. Wir haben das, glaube ich, vor 5 Jahren schon mal diskutiert. Der damalige Landesvorstand hat ähnlich argumentiert und die Versammlung hat sich dann nicht mit 2/3 Mehrheit dazu verstanden, die Satzung dahingehend zu ändern. Und ich bin der Meinung, auch wir sollten das heute uns sehr gut überlegen, ob wir das machen. Es gibt unzählige Gremien in der Partei, auch Landesverbände, die vollständig ohne Antragsfristen auskommen und auch weiterhin auskommen wollen. Und bei uns war das auch bisher so. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir uns zu sehr einem starren Korsett von Fristen und Formalien unterwerfen und da die nötige Flexibilität verloren geht. Allein der Umstand, dass man bei dem Vorschlag des Landesvorstandes bisher und auch jetzt den Gliederungen der Partei, nämlich den Bereichen und den Bezirksgruppen, die in der Woche der LDK, wie es üblich ist, wenn die dann im 2-wöchigen Rhythmus so sind, aber es gibt von euch sicherlich viele, die dieser Woche in den Gliederungen entsprechende Antragsberatung gemacht haben, in den Bereichen am Montag häufig, in den Bezirksgruppen am Dienstag und daraus dann noch Änderungsanträge entstanden sind bisher, dann werden diese Änderungsanträge in Zukunft unzulässig sein. Dafür gibt es keinen zwingenden Grund. Ich finde es auch unglücklich, dass man über Nacht das macht mit der Antragskommission, aber es gibt auch gar keinen zwingenden Grund, warum das Antragstellertreffen am Freitagabend stattfindet. Das kann auch am Donnerstag stattfinden und das kann auch am Mittwoch stattfinden und dann kann man die bis dahin vorliegenden Anträge dort beraten und kann entsprechend das dann auch der Partei noch mitteilen, was das Ergebnis ist. Und kluge Antragsteller werden ihre Änderungsanträge ja ohnehin rechtzeitig stellen, denn sie wollen ja damit überzeugen. Ich habe ja nichts davon, wenn ich mit einem Änderungsantrag heute aus der Hosentasche komme, den keiner kennt, der nicht vordiskutiert ist, den werde ich auch nicht durchsetzen können. Aber ich möchte die Möglichkeit in Zukunft auch noch haben, dass wir in der Bezirksgruppe am Dienstag vor der Landesdelegiertenkonferenz nicht nur die bis dahin vorliegenden Anträge diskutieren, sondern dass dann auch in guter basisdemokratischer Tradition daraus Änderungsanträge entstehen können, die man dann auch noch für die LDK stellen kann. Und ich weiß nicht, warum wir uns das abschneiden lassen sollen durch die heutige Satzungsänderung. Ein anderer Gesichtspunkt ist, dass man auch die Kompromissbildung schwieriger macht. Wenn es nämlich ähnlich gelagerte Änderungsanträge schon gibt, 1 Woche vorher, 2 Wochen vorher oder 5 Tage vorher. Und hin zur LDK kommt man zu dem Ergebnis, es wäre klug, diese Änderungsanträge zusammenzulegen, weil sie in die ähnliche Richtung gehen. Aber man kann sich weder auf den einen noch auf den anderen verständigen, sondern möchte einen neuen dritten Änderungsantrag aus der Zusammenlegung machen. Das ist bisher völlig unproblematisch möglich. Das ist in Zukunft nicht mehr möglich, weil der neue, auf den sich 2 oder 3 oder 5 oder 7 Gliederungen verständigen, ist formal ein neuer Änderungsantrag.
Änderungsantrag, der dann an dem Fristerfordernis scheitert. Und auch diese Flexibilität würde ich gerne erhalten. Das ist, glaube ich, für eine plurale Diskussion in der Partei besser. Bei allem Verständnis für die Mitarbeiter und bei allem Verständnis vom Landesvorstand, dass man das vorstrukturieren möchte, das ist alles richtig. Das sollte man dadurch erreichen, dass man dann eben das Antragstellertreffen am Mittwoch macht oder am Donnerstag, wenn wir dann am Samstag die LDK haben. Aber man braucht da keine starren Fristen, die eben den Gliederungen das schwerer machen, ihre Meinung hier in die LDK hineinzutragen. Das können wir, glaube ich, nicht gebrauchen. Und deswegen möchte ich euch bitten, das euch wirklich noch mal intensiv zu überlegen, ob das nötig ist oder ob das nicht ein Schritt zu weit ist. Ich danke euch. Vielen Dank, Dirk. Gibt es eine weitere Pro-Rede zum S02? Sehe ich nicht. Gibt es eine weitere Kontrarede zum S02? Das sehe ich auch nicht. Dann würden wir zum Änderungsantrag zu S02 kommen. Und ich würde die Grüne Jugend bitten, also den Antragsteller bitten, euren Antrag einzubringen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Landesvorstand, wir verstehen euer Anliegen und teilen es auch zum Teil. Und zwar finden wir auch, dass es wichtig ist, den Mitarbeiterinnen in der Landesgeschäftsstelle mehr Zeit zur Vorbereitung zu geben. Wir finden, dass es auch fair ist, den Antragstellerinnen mehr Zeit für Redevorbereitungen und Nachüberlegungen zu gegebenenfalls modifizierten Anträgen zu geben. Und wir finden auch, dass die Basis sich gut auf alle Anträge und Änderungsanträge vorbereiten können sollte. Allerdings wollen auch wir, dass auf der LDK wirklich flexible und kontroverse Debatten stattfinden und dass wir wenigstens halbwegs spontan sein können, wo es natürlich immer noch Absprachen gibt. Außerdem wollen auch wir die Rechte, unsere Rechte, die der Basis anderer Änderungsanträge zu stellen, nicht unnötig einschränken. Wir wollen die Möglichkeit, uns intensiv mit allen Anträgen auseinanderzusetzen und möglichst gute Änderungsanträge zu stellen. Und es erfordert nun mal viel, viel Zeit und Ressourcen, um sich da zusammenzufinden. Je mehr Zeit uns zur Verfügung steht, desto besser können wir uns an Prozessen beteiligen und desto demokratischer und transparenter können Meinungsfindungsprozesse in unserer Partei stattfinden. Der Fokus für jede LDK-Vorbereitung liegt bei vielen Menschen nun mal in der Woche vor der LDK und deshalb möchten wir auch in dieser Woche noch die Möglichkeit, dass dort Änderungsanträge gestellt werden. In der Woche vor der LDK ist die LDK im Bewusstsein von uns allen noch viel größer als davor. Und deshalb ist es wirklich sinnvoll, Änderungsanträge zu stellen. Für uns ist 3 Tage eine echte Kompromisslinie und wir bitten euch deshalb, diesen 3 Tagen zuzustimmen. Danke. Vielen Dank. Gibt es dazu eine Gegenrede? Das macht Daniel. Daniel, das ist das Wort. Ja, liebe Emma, liebe Freundinnen und Freunde, auch wir bedanken uns für die Kompromiss- und Verhandlungsbereitschaft der Grünen Jugend. Und wer einmal mit der Grünen Jugend verhandelt hat, der weiß, das ist eine harte Geschichte. Vielen Dank auch für das Verständnis. Und jetzt werdet ihr fragen, warum ist eigentlich der LAFO so blöde? Ja, warum geht man da nicht auf 3 oder auf 4 Tage? Und warum erhöht man nicht auch die Chancen, hier mit den Stimmen der Grünen Jugend so einen Antrag zu befassen, denn wir wissen ja, wenn man mit der Grünen Jugend unterwegs ist, dann ist man auf der Siegerinnenstraße. Wir sind darauf nicht eingegangen, aus dem einfachen Grund, dass es uns nichts nützt. Es nützt uns nichts, es nützt der Landesgeschäftsstelle nichts, es macht den Kohl nicht fett, wie man so schön sagt. Es ist heute schon so, dass wir ja, lieber Dirk, auch einen fakultativen Änderungsantragsschluss haben. Der lag jetzt beispielsweise Mittwoch 23.59 Uhr. Da kommen dann gerne nochmal Sachen nach. Ja, also so viel zur Disziplin. Wir brauchen dann die Beratung im Landesvorstand. Die Antragstellerinnen von den eigenständigen Anträgen müssen sich beraten. Wir haben den ganzen Backoffice-Bereich und dann braucht es immer noch ein Antragstellerinnen-Treffen. Das heißt, mit 3 Tagen werdet ihr auch nicht viel früher die entsprechenden synoptischen Vorlagen, also die Übersicht über die Änderungsanträge haben. Das ist Fakt. Deswegen haben wir gesagt, vielen Dank, Grüne Jugend, vielen Dank für die Kompromissbereitschaft. Es hilft uns nichts und wir wollen auch hier niemandem irgendwie vormachen, dass das ein großer Wurf wäre oder dass unsere Ziele, die ich vorhin benannt habe, damit realisiert werden.
Und deswegen bleiben wir bei diesen 5 Tagen. Wir sind ja, haben uns auch noch ein bisschen bewegt. Es ist quasi der Montag. Da wird es viele Bezirksgruppen geben, Dirk, denn wir haben ja auch die Frist, dass eigenständige Anträge eingereicht werden können oder die eigentliche Antragsfrist nach vorne gezogen. Da können LAGen wie Kreisverbände mindestens 2 Sitzungen machen. Deswegen leider vielen Dank für diesen Vorschlag. Er bringt nichts in der Sache, er würde nichts ändern an dem Status quo und deswegen werben wir für die 5 Tage und für die Ablehnung dieses Änderungsantrags. Danke. Gut, ihr Lieben, wir kommen in die Abstimmung in der Reihenfolge. Wir stimmen zuerst ab über den Änderungsantrag der Grünen Jugend. Ihr habt den Inhalt verstanden. Es geht um die Abstimmung, ob die Änderungsanträge zu vorliegenden Anträgen dem Landesvorstand 3 Tage, wie die Grüne Jugend vorschlägt, oder 5 Tage, wie der Landesvorstand vorschlägt, vor der Mitgliederversammlung vorliegen müssen. 4 Tage stehen nicht zur Abstimmung. Ich bitte euch also jetzt in dieser Abstimmung, wo mit einfacher Mehrheit entschieden wird, wer dem Antrag der Grünen Jugend, also den 3 Tagen, zustimmen möchte, den oder die bitte ich jetzt um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer ist gegen diesen Antrag? Vielen Dank. Und wer möchte sich enthalten? Vielen Dank. Dann haben wir wir haben eine klare Mehrheit gegen diesen Antrag. Bei einigen, vielen Ja-Stimmen und auch einigen Enthaltungen ist dieser Änderungsantrag abgelehnt. Damit kommen wir zur Abstimmung über den nicht geänderten Satzungsänderungsantrag S02. Diese Abstimmung brauchen wir für einen Beschluss eine 2/3-Mehrheit. Wer dem S02 zustimmen möchte, den oder die bitte ich jetzt um das Handzeichen. Vielen Dank, wir probieren es mal. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Wer enthält sich? Vielen Dank. Das Präsidium ist der Meinung, dass wir eine 2/3-Mehrheit gesehen haben. Wir würden aber gerne, wenn die Antragsteller möchten, Sie auf die Bühne bitten und die Abstimmung noch mal wiederholen, ob Sie mit uns... ich möchte die Antragsteller auf die Bühne bitten, dass wir die Abstimmung noch mal wiederholen. Geo? Was? Gut, also bleibt noch ein bisschen bei mir. Nochmal von vorn, bitte. Ja, machen wir es gleich mit Aufstehen, bitte. Also, wer diesem Satzungsänderungsantrag S02 zustimmen möchte, den oder die bitte ich jetzt, Anzeichen zu geben und aufzustehen. Bleibt ein bisschen stehen, wir zählen. Wie weit seid ihr? Ich sage ja, vielen Dank. Wer ist dagegen? Ruhig, jetzt bringst du mich voll aus dem Zähnen. Bitte ruhig jetzt. Vielen Dank. Könnt euch bitte wieder hinsetzen und ich bitte diejenigen, die sich enthalten wollen, aufzustehen. Zehn,
Vielen Dank. Ja, das reicht nicht. 44, weil den wir auf Stimmkarten nicht erzählen. Genau. Ein Moment bitte. Na toll. Vielen Dank, ihr Lieben. Wir treten in eine schriftliche Abstimmung ein, mit eurem Verständnis. Habt ihr alle noch den Stimmzettel mit der Nummer 6? 7, 7, 7! Habt ihr alle noch den Stimmzettel mit der Nummer 7? Anders gefragt, gibt es jemanden, der den Stimmzettel mit der Nummer 7 nicht mehr hat? Scheint mir nicht zu... 7, Stimmzettel Nummer 7. Ja, also, ihr benutzt bitte jetzt den Stimmzettel. Bisschen Ruhe bitte. Freut euch doch, dass wir noch eine Kampfabstimmung haben. Also, ihr nehmt bitte den Stimmzettel mit der Nummer 7 und wenn ihr dem S02 zustimmen wollt, schreibt ihr bitte ein Ja auf euren Stimmzettel. Wenn ihr dem S02 nicht zustimmen wollt, schreibt ihr bitte ein Nein auf den Stimmzettel. Und wenn ihr euch enthalten wollt, ihr ahnt es, dann schreibt ihr bitte das Wort Enthaltung auf den Stimmzettel. Ich habe den Eindruck, das Verfahren ist verstanden und ich eröffne hiermit den Wahlgang. Gibt es noch jemand, der noch nicht die Chance hatte, seine Stimme abzugeben? Ja, da hinten? Ja. Bitte nochmal Handzeichen. Hat jemand noch nicht die Chance gehabt, seine Stimme oder ihre Stimme abzugeben? Soweit ich wahrnehme, haben alle ihre Stimme abgeben können. Ich schließe hiermit den Wahlgang. Ihr Lieben, der Wahlgang ist geschlossen. Wir schlagen euch vor, den nächsten Satzungsänderungsantrag in Angriff zu nehmen. Mit eurem Einverständnis?
bitte um eure Aufmerksamkeit für den Satzungsänderungsantrag S03. Da geht es um die Erweiterung der Möglichkeiten der Frauenvollversammlung. Änderungsanträge hierzu liegen nicht vor. Ich bitte also jetzt erstmal Caroline, den Antrag einzubringen. Liebe Freunde und Freundinnen, es ist mir eine Ehre, auch wenn ich jetzt nicht mehr Mitglied im Landesvorstand bin, den Satzungsänderungsantrag S03 einzubringen. Stefanie hat schon gerade den schönen Titel vorgelesen, die Erweiterung der Möglichkeiten der Frauenvollversammlung. Wir haben in den letzten Jahren viele frauen- und geschlechterpolitische Themen im Landesverband bearbeiten können, Rahmenbedingungen ändern können und verbessern können. Dieser Satzungsantrag zur Erweiterung der Möglichkeit der Frauenvollversammlung ist für uns da ein weiterer Schritt. Ziel des Antrages ist es für uns, also den Landesvorstand, für Sie da vorne, den Landesvorstand, dass wenn das benötigte Quorum von momentan 10% nicht erreicht wird, diese Frauenvollversammlung umwandeln zu können in eine Frauenvollkonferenz. Wir wollen damit einfach diesem großen Interesse Rechnung tragen, Diskussion, Vernetzung und Austausch zwischen den weiblichen Delegierten, zwischen den weiblichen Mitgliedern zu ermöglichen, auch wenn eben genau diese 10% dieses Quorum nicht erreicht wird. Daher danke ich an dieser Stelle allen Beteiligten, die an dieser Diskussion teilgenommen haben. Da ist vor allen Dingen Antje Karpek, die gerade quatscht. Antje? Ja, ich danke dir gerade, aber hey. Die nämlich, als ich Neumitglied war, so vor 6-7 Jahren, schon damals auf mich zukommen und gesagt hat, wir müssen da mal was machen mit der Frauenvollversammlung, so kann es nicht weitergehen. Das hat sich jetzt einige Jahre hingezogen, daher bin ich umso froher, dass es jetzt soweit ist. Weiterhin waren auch an der Diskussion beteiligt die LRG Frauen- und Geschlechterpolitik, die LRG Queer, der Genderpolitische Koordinationskreis und auch ganz viele Basismitglieder, die von alleine auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wir wollen was verändern. Und ich hoffe eben genau, dass dieser Antrag ein erster Schritt sein kann, das Gremium aufzuwerten und an die Bedürfnisse unserer Mitglieder anzupassen. Noch ein Wort zu den Veränderungen der Aufgabenbeschreibung, das ist der fette Teil ab Zeile 16. Dabei handelt es sich für uns um eine Aktualisierung und sprachliche Überarbeitung der jetzt schon bestehenden Aufgaben einer Frauenvollversammlung, denn auch unsere Satzung kommt etwas in die Jahre und bedarf manchmal einer Aktualisierung. Und daher bitte ich ganz recht herzlich im Sinne dieses jugendlichen Landesvorstands um eure Zustimmung. Dankeschön. Vielen Dank, Caroline. Gibt es dazu eine Gegenrede? Das Bedürfnis weiterer Pro-Reden? Sehe ich beides nicht, dann würden wir mit eurem Einverständnis auch hier in die Abstimmung eintreten. Wer also dem Satzungsänderungsantrag S03 auf Erweiterung der Möglichkeiten der Frauenvollversammlung zustimmen möchte, den oder die bitte ich jetzt um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer möchte dagegen stimmen? Vielen Dank. Vielen Dank, ich habe euch gesehen. Wer enthält sich? Monika, du hättest eine Kontrarede halten können. Vielen Dank. Bei sehr großer Mehrheit, einigen wenigen Gegenstimmen und von mir gesehener einer Enthaltung oder zwei, ist dieser Antrag angenommen. Wir kommen dann zum Änderungsantrag S04, Satzungsänderungen zur Schieds- und Schlichtungsordnung. Auch hier bitte ich Daniel, den Antrag einzubringen. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das kann ich ganz kurz machen. Es handelt sich um eine rein redaktionelle Änderung der Satzung. Einige werden sich erinnern, wir haben vor einiger Zeit hier gemeinsam die Schieds- und Schlichtungsordnung neu gefasst. Die ist Bestandteil unserer Satzung. Wir haben sie der Bundessatzung angeglichen.
aber wir haben sie auch ausführlicher gemacht. Auch in unserer Satzung ist eine kleine Passage zur Schieds- und Schlichtungsordnung drin. In der Satzung wird auf dieselbe verwiesen. Und uns ist im Nachhinein aufgefallen, ich sage das ganz ehrlich, wir haben ein bisschen geschlampt damals. Wir haben diese neue Schieds- und Schlichtungsordnung, ich glaube sogar einstimmig beschlossen. Wir haben aber nicht die Passage in der Satzung geändert und das holen wir jetzt nach. Wir verweisen auch auf Bitte des Landesschiedsgerichts in der Satzung nochmal auf die Schieds- und Schlichtungsordnung, definieren die Ordnungsmaßnahmen so, wie sie in dieser Schieds- und Schlichtungsordnung stehen und beschlossen worden sind. Insofern bitte ich euch, gab im Vorfeld da auch keine Fragen oder eine größere Debatte. Würde mich sehr wundern, wenn das jetzt hier der Fall ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel. Wer möchte den Daniel mit einer Gegenrede überraschen? Bitte. Frau Spandau, ich bin ein bisschen überrascht, dass jetzt das so gesagt wird, dass es rein redaktionell ist. Bisher stehen die Ordnungsmaßnahmen in der Satzung drin. Das heißt, in der Satzung steht eben drin, Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder sind das Ruhen der Mitgliedschaft für ein Jahr oder der Ausschluss aus der Partei. In der Schieds- und Schlichtungsordnung, das ist natürlich eine Doppelung, die eigentlich nicht geht, da hat Daniel recht, da steht ein umfangreicherer Katalog, da sind noch die Aberkennung von Ämtern dabei oder die Nichtwählbarkeit von Ämtern. Das wäre dann sozusagen aus der Satzung endgültig draußen und es ist auch nicht eigentlich die Systematik von Satzung und Schlichtungsordnung richtig. Maßnahmen gegen Mitglieder in die Schlichtungsordnung, wo eigentlich das Verfahren beschrieben werden soll, reinschreibt und in der Satzung es nicht drin steht, stehen hat, was denn eigentlich an Maßnahmen gegen Mitglieder möglich ist, was ja doch eine gravierende Sache ist und das sollte dann auch in der Satzung sein. Von daher meine ich, sollte der Landesvorstand sich da nochmal überlegen, ob er das nicht umdrehen will und dann auch erklären, Ausweitung der Tatbestände, der Sanktionsmaßnahmen dann auch in der Satzung stehen haben will. Vielen Dank. Gibt es eine weitere Pro-Rede zu dem S04? Sehe ich nicht. Gibt es eine weitere Kontra-Rede zum S04? Sehe ich auch nicht. Dann treten wir in die Abstimmung, die dem Setzungsänderungsantrag S04 zur Schieds- und Schlichtungsordnung zustimmen möchten, jetzt um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Wer möchte sich enthalten? Vielen Dank. Bei wiederum, bitte? Entschuldigung, ich habe verkürzt formuliert. Wir haben abgestimmt zur und dem Paragraphen 8 zur Schieds- und Schlichtungsordnung. Ich hoffe, ihr hattet alle verstanden, worüber ihr abgestimmt habt. Vielen Dank. Ich habe eine übergroße Mehrheit gesehen, die der Satzungsänderung zustimmen möchte, bei einigen wenigen Gegenstimmen und noch weniger Enthaltungen. Somit ist auch der S04 hiermit beschlossen. Und wir haben ein Ergebnis zum S02. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt ein Ergebnis zu S02. Bei der schriftlichen Abstimmung sind insgesamt 140 Delegierte beteiligt.
Das Zweidrittelquorum lag daher bei 94 Ja-Stimmen. Mit Ja gestimmt haben 91 Delegierte, bei 43 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen. Herzlichen Dank an die Zählkommission und ich bitte die Reihen 32 zu beruhigen. Niemand ist schuld an Abstimmungen. Dann der Satzungsänderungsantrag des Landesvorstands zu den Antragsfristen ist somit abgelehnt. Und wir kommen zum Satzungsänderungsantrag S05. Thema ist hier jetzt die Beitrags- und Kassenordnung. Und der bitte ich Marc einzubringen. Und das auch gleich, muss mit dem Handy mitmachen. Liebe Freundinnen und Freunde, es geht, wie heute zum Haushalt auch schon angesprochen, um die Veränderung, dass wir derzeit für jedes Mitglied 1,35 abführen vom Landesverband an die Kreisverbände. Das möchten wir auf 1,50 erhöhen, wie im Haushalt ausgeführt. Genau, der große Reichtum bricht aus am späten Abend. Und ich bitte euch um die Zustimmung für diesen Satzungsänderungsantrag. Dankeschön. Vielen Dank, Marc. Gibt es dazu eine Gegenrede? Ich sehe da hinten noch. Ist das ein Handzeichen da hinten? Nein. Keine Gegenreden? Gegenreden sehe ich nicht. Dann treten wir in die Abstimmung ein. Habe ich jemanden übersehen? Nein. Wer dem S05 Satzungsänderungsantrag zur Beitrags- und Kassenordnung zustimmen möchte, Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Ein Mensch, der seit einer halben Stunde die Karte hochhält. Vielen Dank. Das ist dann auch bei eindeutiger Mehrheit und einer minimalen Zahl an Nein und Stimmen und Enthaltungen ist der S05 beschlossen. Ihr Lieben, ihr habt das großes Lob von mir. Vielen herzlichen Dank. Wir haben die Satzungsänderungsanträge damit fertig. Bevor ich